Guten Morgen und einen schönen Tag auch bei diesem Regenwetter aus Illingen. Ich bin wieder bei Köhler Wohnmobile. Ein bekanntes Gesicht haben wir hier, die Niki. Hallo Tobi. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Danke. Ich durfte gestern Nacht schon anreisen bei Strömen im Regen. Jetzt ist es ja nur Getröpfel. Ja, genau. Aber da war es richtig heftig draußen. Aber wir haben es wieder ein bisschen wärmer. Ja, das stimmt. Das ist schon erstaunlich. Mal viel Schnee, mal viel Regen. Momentan ziemlich wechselhaft. Genau. Aber was wir alle noch haben, ist viel Lockdown. Aber wir hoffen, dass wir diese schönen Autos jetzt alle dann bald bewegen dürfen. Auf jeden Fall. Und wer noch keins hat, der kann auch mal bei Köhler vorbeischauen. Sowohl auf der Homepage als auch. Genau. Der Bulli. Euer Sunvane Modell 21, das Jubiläumsmodell für 30 Jahre Köhler. Ganz genau. Das ist der L47 Offroad. Hat mir beim letzten Mal ausführlich erzählt. Genau, richtig. Und eben das Sondermodell Edition 35. Ja. Den Link hänge ich natürlich oben dazu. Jetzt gesteht der Tobi Folgendes. Da bin ich ein bisschen schuld. Wir haben es eigentlich ziemlich lang gestaltet, das Video, aber ein paar wesentliche Sachen nicht vergessen, sondern etwas unter den schönen Möbelbau fallen lassen. Genau, wie man das Ganze umbaut, zum Bett macht. Und das wollen wir dann heute noch ein bisschen zeigen. Und ihr habt das ganz toll angerichtet. Ihr habt einen super Showroom, der wirklich einmalig ist. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Da muss man jetzt nicht im Auto rumhampeln und sieht also die Möglichkeiten, die ihr beim Ausbau berücksichtigen könnt. Deswegen gehen wir jetzt mal rein. Das machen wir. Ich folge dir, Niki. Da ist natürlich jetzt alles dementsprechend mit den Regeln. Das kennt ihr, braucht man nicht mehr sagen. Wir haben heute auch beim Filmen die FFP2-Masken auf, so wie es sich gehört. Wir sind ja ganz brav und folgen den Anweisungen. Ganz genau. Und schon sind wir da. Danke, Niki. Mein Highlight. Unsere Theke. Die Theke ist so genial. Und das ist nicht einfach, das Ganze wirklich als Theke umzuformen. Nee, das stimmt. Das ist ein Eigenbau von meinem Papa. Hat er alles komplett selber gemacht. Und ihr seht also wirklich hier, da liegt der Block und die Kugelschreiber und alles Wesentliche, was man für die Beratung braucht. Ist auch rollbar. Ja, bewegbar. Aber das weist eben darauf hin, wie viel Liebe ins Detail die Firma Köhler auf jeden Fall bringt. Und die Fotos, da bin ich ganz neidisch, weil ich schaffe es ja gerade mal einigermaßen zu filmen. Aber der Papa ist ein begnadeter Fotograf. Ja, schon seit frühen Tagen und ist da ganz fleißig dabei, macht viele eigene Werbefotos und deswegen, wir gestalten ja unsere Prospekte alles selber. Ich traue mich jetzt mal hier einen kleinen Überblick zu schaffen, ein bisschen Emotion. Da seht ihr auch ein schönes Fahrzeug in den Weinbergen stehen. Ja, das ist hier direkt um die Ecke, die Weinberge. Ja, das ist das. Gell? Ja. Bei euch gibt es das auch die Umgebung natürlich wunderbar her. Jetzt bist du wieder im Vordergrund und 21, das Jubiläumsjahr von Köhler, da gehe ich doch gleich mal hier am Eingang auf die neuen Prospekte kurz ein oder du erzählst uns was dazu. Ja, wer uns kennt, kennt ja unser anderes Layout von den Prospekten, das haben wir jetzt ein bisschen geändert. Die Prospekte sind jetzt alle farblich noch mehr hervorgehoben und findet man alle im Internet auch online, kann man herunterladen, man kann sie sich aber auch zuschicken lassen, da gibt es ein Formular auf unserer Webseite. Zum Beispiel speziell für den Bus T6, dann hier der grüne ist für die Dächer. Die Dächer. Dann haben wir Mercedes, V-Klasse und Vito und ganz unten ist der Sprinter noch. Und auch unser Sondermodell, das ist jetzt hier auf der Theke. Da laufen wir nochmal rüber. Genau, von Edition 35 und Vorführfahrzeuge. Und das ist jetzt die analoge Abteilung, die nach wie vor gern genommen wird, weil wir immer was in der Hand haben. Genau. Wenn man auch bei euch vorbeifährt. Ganz genau, kann man bestellen. Und da habt ihr die Geschichte, die ich von der Messe schon kenne. Ja, das Tablet haben wir immer auf der Messe dabei, einfach weil wir zu jedem Modell auch Filme haben. Ich kann gerade mal hier einen mal laufen lassen, weil wir alle Fahrzeuge einfach auch auf der Messe oder generell auch für die Kunden, die jetzt nicht auf die Messe kommen konnten oder weil jetzt gerade auch keine Messen stattfinden dürfen, haben wir nämlich alle Modelle auch auf YouTube drauf. Ja. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal tatsächlich, einen kleinen. Ja, Link machen wir hinten rein. Genau, können wir gern verlinken. Mhm. Und ansonsten auf der Webseite sind auch alle Videos dann auch verlinkt. Wir haben auch ganz ausführliche Modellseiten auf der Webseite. Das habe ich auch auf der Free festgestellt. Ganz angenehm, wenn am Stand einiges los ist und bei euch standen wirklich die Leute an. Ja. Dann kann man sich schon mal ein bisschen hier selbst beraten lassen durch die Medien, bis man dann an der Reihe ist, in Anführungszeichen, für die Individualberatung. Also man hat dann einfach schon mal was zu gucken. Das gibt es ja auch bei mir. Vor allem, weil wir haben auch auf der Messe ist für jedes Fahrzeug
ein eigener Film quasi. Ist ein Bildschirm und da wird dann jeweils das Modell dann vorgestellt. Und die Dame, die gerade im Bild war, die kenne ich. Sarah ist nicht deine Zwillingsschwester, die du nicht hast, sondern das warst du. Da werde ich auch öfters auf dem Messen drauf angesprochen. Ja, ist genau, natürlich auch super praktisch, wenn man so eine hübsche Tochter hat. Dann, das Familienunternehmen. So ein kleines Kompliment hier am Rande. Das darf man ruhig mehr anbringen. Ich glaube, das wird der eine oder andere Zuschauer zustimmen. Wiedererkennen, genau. Jetzt stehst du eigentlich genau richtig. Da haben wir den Übergang von eurem schönen Jubiläumsmodell in die Ausstellung. Und du wirst uns sicherlich einiges erzählen können dazu. Ja. Und zwar haben wir ja draußen den L47, das ist ja ein langer Radstand und das ist jetzt vergleichbar der kurze Radstand. Wir haben hier die zwei Einzelsitze und ich zeige jetzt einfach mal, wie man das umbaut. Ja, das ist super, weil genau das haben wir nämlich verschwitzt. Ganz genau, deswegen zeigt man das jetzt einfach mal. Und zwar haben wir hier ja die Einzelsitze. Ja. Die werden hier einfach umgeklappt. Mhm. Kommt dir mal ein bisschen näher. Regelung, sieht man das so ein bisschen? Ja, wunderbar. So, und dann haben wir hier ein Lattenrostbett, was ja wirklich sehr bequem zum Schlafen ist. Und hier werden dann einfach die Entriegelungen vorgenommen und dann wird der Lattenrost einfach schön über die Sitze gezogen. Und dann noch Polster ausgeklappt. Genau. Okay, ich komme mal mit meinen langen Armen dazu. Jetzt haben wir schon. Das ist das Prinzip ist ganz einfach. Und das Schöne ist, dass man dann einfach keinen Stauraum verschwendet, wenn man jetzt das Bett nicht braucht. Ja. Und vor allem der Vorteil von dem Lattenrostbett ist natürlich auch, und auch mit den Einzelsitzen, dass man die gut rausnehmen kann. Man kann den Lattenrost im Alltag komplett rausnehmen und man schläft natürlich einfach super bequem, wie im eigenen Bett zu Hause. Ja, das glaube ich. Sofort. Und hier haben wir jetzt, wie man sehen kann, auch beim, was wir auch beim L47 haben, das ist die L-Reihe. Das heißt, wir haben die breite Liegefläche vom kompletten Fahrzeug. Okay, verstehe. Ja. Siehst du mal, haben wir schon wieder was gelernt. Möbelbautechnisch sieht man es ein bisschen rechts von dir. Ihr habt jetzt mal diese zwei Grundfarben. Hier sind wir ja jetzt in der grauen Ecke. Genau, hier haben wir das Titangrau. Ich kann auch hier nochmal gucken, da sind dann zwei Gasherdplatten dann drin mit Gasanlage, großes Waschbecken, 40 Liter Kompressor, Kühlschrank. So wie es gehört. Und natürlich hier ein bisschen Stauraum dann einfach auch bekommt. Auch von hier oben hat man noch Stauraum. Und das ist ja alles 1:1 jetzt. Ja. Genau, haben wir komplett so 1:1 nachgebaut, die kompletten Abmessungen. Da kann man schon schön lümmeln. Ja, das stimmt. Und hier habt ihr dann auch nochmal dazu, wie ihr Programm, die Taschen für die Rücksitze, die man dann eben über die Kopfstützen hängt. Ja. Dann haben wir hier auch, kann man zeigen. Kommst du hin? Ja, die verschiedenen Lichtfarben, die wir haben. Ja, es ist ja auch mal ein Thema. LED-Lampen. Ja. Gibt es auch inzwischen mit Touch, das hatten wir auch im Sondermodell drin, da war das mit Touch. Ich kann mich erinnern. Steckdosensicherungen, Kabeltrommeln. Alles, was man braucht. Also wir haben hier jetzt nur einen Ausschnitt aus dem riesen Zubehör, was es gibt. Das sind halt jetzt so auch unsere Empfehlungen. Also wir haben die auch im Prospekt drin. Mhm. Einfach, weil es gibt einfach wahnsinnig viel. Wir haben jetzt hier auch natürlich keinen großen Ausstellungsraum oder keinen großen Laden, sondern einfach After-Sale-Produkte, die wir sagen, die sind am wichtigsten. Ja. Jetzt hier auch Trägersysteme noch, dann kleine Heizlüfter da drüben noch. Das ist ja auch genau das, was der Kunde sehen möchte. Ja. Wenn er hier reinkommt, sich ein Fahrzeug konfiguriert, mit euch zusammen hier schön am Tisch sitzt oder wieder zwischen den Fahrzeugen draußen vor der Tür pendelt, dann fragt er, was brauche ich denn jetzt noch alles? Genau, deswegen haben wir eben einfach hier die wichtigsten Sachen untergebracht oder hier Moskitonetz, Heizlüfter. Fangen wir mal ein bisschen was ein. Und natürlich wichtig, eine Kaffeemaschine. Ja, die braucht man auch. Entweder der manuelle kleine Kocher über der Gasflamme. Ja, genau. Das aber der Trend geht schon zu diesen Kompaktmaschinen. Die sind einfach sehr praktisch, weil die einfach schön klein und schmal sind und überall noch mit reinpassen. Ja, und du brauchst nicht viel abspülen und so weiter. Auch wenn wir jetzt natürlich wieder den einen oder anderen haben, der sagt, ihr mit euren Kapseln. Aber ich glaube... Ich habe inzwischen Kapseln, die man befüllen kann. Siehst du? Genau so ist es. Ja, also wir gucken schon auch alle nach. Hier gerade beim Camping merkst du, dass die Nachhaltigkeit das Ganze bestimmt. Ja, ist ganz wichtig, ganz wichtig. Und jetzt, wenn wir hier schon gerade sind, kann ich hier gleich mal die T-Serie noch vorstellen. Das ist jetzt die T-Modelle. Da haben wir auch verschiedene Varianten. Haben wir mit dem hohen Heckschrank, dass wir da einfach noch mehr Stauraum haben. Wir haben halt die schmalere Liegefläche. Wobei man jetzt bei den T-Modellen kann man den Schrank, den hier oben, den Rolloschrank, kann man tatsächlich sogar rausnehmen. Ah ja, okay. Ja. Zur Veranschaulichung für die Zuschauer jetzt nochmal, das ist dann das Ende hin zur Heckscheibe. Ganz genau, das ist hier das Heck. Ja. Und da ist hier hinten die Auflage. Wir haben jetzt hier eine Schlafsitzbank drin. Hier unten sieht man das. Ja, komm mal hin. Genau, haben wir noch einen
Auszug, ja. Schwerlastauszug, Vollauszug. Natürlich sehr praktisch, wenn man da Kisten reinstellen kann, genau. Verstauen. Das braucht man auch so. Also nicht, dass ich jetzt irgendeine Empfehlung aussprechen will. Ich bin ja Schaufenster und am Schluss muss jeder wissen, was er will. Aber das ist halt das, was sich eigentlich jeder Camper, gerade VW, Mercedes wünscht. Ja, eben. Ja. Dass er das easy hat. Vor allem, du hast, wenn du nach Hause kommst und wieder in den Alltag einschreitest, du hast nicht diese Schlepperei von Kleinteilen, du nimmst die ganze Kiste mit ins Haus. Ja, das ist am praktischsten. Keller, Garage und gut ist es. Genauso sieht's aus. Ja, wenn man jetzt auch hier sieht, man die Nackenstützen drin. Ja. Weil das ja eine Schlafsitzbank ist. Soll ich sie mal umbauen? Bitte, komm, wenn wir dabei sind. Wir haben 11 Minuten, wir können in Ruhe noch umbauen. Genau, super. Also hier haben wir nämlich einen Dreisitzer. Ja. Und die Schlafsitzbank muss man ein bisschen entriegeln. Ja. Und aha. Dann, wie man es so kennt, ja, die Füße noch ausfahren. Unterstützung, genau. Und schon ist das Bett. Also wirklich ganz easy und ganz schnell zum Umbauen. Leichter geht's nicht. Also beide Modelle. Und deswegen haben wir jetzt auch den Showroom, einfach weil wir zeigen wollen, welche Bettmöglichkeiten es gibt. Einmal hier eben für unten mit dem Lattenrostbett oder hier die klassische Schlafsitzbank. Ja. Genau. Das ist nochmal echt toll. Das kenne ich so nicht, dass das jemand wirklich sich die Arbeit, die Mühe und die Kosten gemacht hat, das so nachzubauen. Das ist bequeme Beratung. Mhm. Toll. Versuchen unser Bestes. Was wir hier auch noch haben, das sind die Betten vom Schlafhubdach, also vom Aufstelldach. Ja, okay. Und zwar war es ja eben so, dass jetzt, ich fange mal hier unten an, dass wir eben, das war früher der Standardbrett, Matratze drauf. Ja. Und wir haben vor ein paar Jahren mit Froli zusammen ein neues Dachbett entwickelt. Ja. Und zwar mit Lattenrost und Federteller. Tauchen wir mal ein. Original Froli übrigens. Ja. Muss man wirklich dazu sagen, einige sind da jetzt mittlerweile schon verwirrt, aber Froli hat das Ganze oder die ganze Idee damals geboren und ist auch nach wie vor das beste System. Das können wir den ruhig also man schläft einfach per Video sagen. Ja, ist so. Genau, und das ist einfach für die Kunden natürlich sehr praktisch, weil sie einfach mal die Unterschiede auch sehen können. Ja. Und auch tatsächlich Probe liegen. Ja. Weil wir haben natürlich, wir sind eine kleine Firma, wir haben jetzt nicht immer 10.000 Fahrzeuge natürlich da und deswegen ist das natürlich die beste Möglichkeit. Deswegen führen wir die Beratung natürlich auch hier direkt durch. Ja. Ja, das ist perfekt, besser geht's nicht. Obwohl ihr eine große Palette auch vor der Tür habt und da können wir gleich mal dazu sagen, es wird noch mehrere Videos geben. Lasst euch mal überraschen, was da noch kommt. Wir werden mit Sicherheit, ich würde sagen, fast alle Monate dieses Jahr mal was rausposaunen. Genau. Gerade jetzt in Richtung, was ist jetzt dann, ist der Lock-up jetzt dann, den wir alle erwarten. Ne? Ist ja nicht der Lockdown, sondern der Lock-up. Hm. Und da gibt es dann auch mal Richtung Mercedes, habe ich da was Leuten gehört. Ach, wir verraten nicht zu viel. Genau, es gibt doch einiges. Also dranbleiben lohnt sich. Ja, vor allem freut es mich immer wieder hierher zu kommen. Ich habe hier schon, liebe Zuschauer, so süß, gestern habe ich angerufen, ob ich schon einen Tag früher kommen kann, weil ich darf da immer in der Nähe der Werkstatt hinten am Platz stehen. Und das wurde dann doch 8:30 bei strömendem Regen. Und dann habe ich schon mal am Anfang gesehen, Papa hat die Kabeltrommel schon hingestellt. Vielen Dank, wirklich. Das ist total süß. Bereit. Ja, aber das ist doch praktisch. Und auch ganz, ganz nette kleine Aufmerksamkeit. Ja, Markisenthema ist ja auch ein eigenes. Genau, also wir haben eben hier vor allem die Firma und die Omnister, die wir für die Kunden haben. Also die werden am meisten gefragt. Die gängigen für den VW-Bus, die haben ja einen anderen Beschlag drauf, wie jetzt am Kastenwagen und am Wohnmobil. Ja. Aber ansonsten von der Bedienung her ändert sich ja nicht viel. Die Längen sind ein bisschen anders. Ja, eben, das stimmt. Solar ist auch immer wieder ein Thema. Genau. Wir haben jetzt ein Solarmodul entwickelt auch. Das ist nach innen versetzt. Das heißt, es trägt nämlich nicht aus, was ja gerade bei den VW-Bussen immer ein ganz großes Thema ist, die Höhe. Und da sind wir jetzt um die 2 Meter immer rum. Und da ist es nämlich einfach ganz wichtig, dass die natürlich nicht noch höher dadurch werden. Und da kann man entweder 1 oder 2 Module dann drauf machen. Und es war ja früher auch ein Gewichtsproblem. Da hat man dann teilweise mit diesen Alurahmen noch irgendwas draufgezimmert. Ist ja nicht das Gelbe vom Ei, wenn du in so ein GFK-Dach dann einfach anfängst, Löcher reinzubohren. Nee, das ist dann auch nicht. Das macht wenig Sinn. Nee. Also das ist ein ganz eigenes Thema und 100 WP, da bist du gut versorgt. Dann gehe ich da mal rum. Man kann hier hinten auch mal reinschauen. Ja, muss man ja nichts verstecken. So sieht ein Kompressor aus. Und zwar, das sind jetzt hier unsere kleinen Küchenblocks, so die Einstiegsmodelle quasi.
K22, das sind die K-Modelle, das heißt, das ist wirklich nur der Küchenblock. Ja. Also haben wir hier einmal den K22 mit wirklich Minimalausstattung mit einem Waschbecken. Dann ist hier unten noch ein Gaskartuschenkocher und Wassertanks. Aha, das ist jetzt 2x10 Liter, reicht ja da voll und ganz aus. Ja, ja. Genau. Ist das jetzt Frischwasser und Abwasser zusammen? Ja. Okay. Ja, also deswegen eben zwei Kanister. Ja, das ist im VW-Bus absoluter Standard, ganz normal. Und Hauptsache, du kannst das gut erreichen, wenn du mal läufst. Ja. Und hier haben wir einfach verschiedene. Dann ist der ein bisschen tiefer, da ist das Waschbecken dann hinten dran. Gaskartuschenkocher ist hier. Ja. Kann auch rausgenommen werden, deswegen kann man dann hier vorne einfach aufklappen. Ach so, da kannst genau, du dann quasi ja die Outdoor-Küche draus machen. Ja, das stimmt. Ist ja auch absolut im Trend seit ein paar Jahren. Eben. Ja, vor allem, wenn es schön ist, dann kann man ja auch draußen. Herrlich, ja klar, wer liebt das nicht? Das ist ja eigentlich der große Bestandteil des Campens, dieses vor der Tür am Fahrzeug aufhalten, grillen, kochen. Und hier ganz raffiniert ein Gaskartuschenkocher, beziehungsweise kein Gaskartuschenkocher, sondern eine Gasanlage. Das ist eine Kombianlage dann quasi, brauchst du fast gar keinen Platz mehr und ein riesen Spülbecken trotzdem. Das ist riesig. Das ist praktisch. Kühlschrank hast du natürlich auch einen hier, 50 Liter. Ja. Schön. Und hier einfach auch nochmal eine andere Variante. Der ist ein bisschen breiter. Ja, aber da deckt ihr wirklich eine Riesenbandbreite ab. Ja. Alles, was man so braucht oder was man überhaupt einbauen kann in eure ganzen Fahrzeuge. Eben, was eben, also weil viele wollen ja wirklich ein Alltagsfahrzeug eben haben und wirklich nur ganz Minimalausstattung einfach auch haben. Und dann gibt es eben noch ein Mischmodell sozusagen zwischen jetzt hier den ganz großen und mit Lattenrostbett und Riesenmöbeln. Das ist unsere P-Serie. Die ist jetzt hier zwar nicht angezeichnet, aber das ist dann praktisch so ein kleiner Küchenblock mit dann hier hinten noch Schränken. Ach so, okay. Genau, dann kommt hier daneben kommt dann die Schlafsitzbank. Kapiert. Prima. Und abrunden kann man das Ganze jetzt, indem wir hier nochmal über das Bild schweifen. Genau. Natürlich auch die Abteilung Strom ist ein wichtiges Thema bei der Ausstattung eines Kühler-Reisemobils. Kühler-Wohnmobils, Reisemobils. Ja, genau. Kann man alles nehmen, die verschiedenen Energievarianten. Genau, ist dann eher für die größeren, dann für den Sunven S10, dann für den Sprinter. Ja, genau. Da sind dann, aber es wird halt alles immer gefragt, der Trend kommt jetzt dann eben oder ist jetzt schon da mit Lithium. Das stimmt. Ja. Auch die Efeu, das sind jetzt Dummies, das kann man ganz ehrlich sagen. Es gibt natürlich das, was jeder kennt, die AGM-Batterien. Aber Köhler weiß da ganz genau, was er euch empfehlen kann für die jeweilige Anwendung. Eben, auf die kommt's wie man es einfach braucht. Genau, deswegen ist uns auch die Beratung einfach so wichtig. Genau. Also momentan darf man natürlich nicht persönlich beraten, aber wir sind telefonisch und per E-Mail natürlich jederzeit erreichbar. Genau. Und nehmt die Möglichkeit wahr, ruft an. Das ist ja alles mittlerweile so einfach geworden. WhatsApp und FaceTime und jeder ist darauf eingestellt. Und das haben viele erst lernen müssen jetzt. Aber dann war der Lockdown vielleicht für irgendwas gut. Das stimmt. Wie auch immer, ich stelle das jetzt mal nur so in den Raum. Und alles miteinander trifft sich dann draußen in der Campingbus oder auf der Campingbus-Area. So sieht es aus. Ja, Vanlife ist noch ein Thema, das ich jetzt einfach unbedingt als Schlagwort nochmal reinschmeißen muss, liebe Niki. Der Trend zeigt's. Vanlife ist in. Vanlife. Ganz groß. Ja, ganz groß dieses Jahr. Ja. Einfach dadurch, dass halt Flugreisen momentan natürlich schwer machbar sind und also von dem her ganz viele wollen jetzt campen gehen, was natürlich ein super Trend ist. Richtig. Da gibt es ja den Reisemobilisten, so wie ich jetzt, der in einem Teilintegrierten rumfährt, weil er ja auch drin lebt, aber ich weiß noch in den Anfängen, das hört sich an, wie wenn es 40 Jahre her wäre, ist aber erst eigentlich 7 Jahre her, YouTube jetzt fast 5 Jahre. Da haben die Leute immer noch so ein bisschen eigenartig geguckt, wenn du jetzt im Wohnmobil oder im Wohnwagen gelebt hast. Ja. Da hat es so ein bisschen der hat kein Geld, lass mir mal 1 Euro liegen vom Wohnmobil. Aber der Trend ist da, dass die Leute merken, diese Unabhängigkeit, der Minimalismus. Es gibt immer mehr Leute, die auch so einen Köhler-Sandwagen nutzen, um nicht nur am Wochenende mal wegzufahren, sondern wirklich arbeiten, leben. Ja. Oder viel, viel Zeit verbringen da drin, auch um ihre Freiheit zu suchen. Ja, vor allem jetzt momentan ist ja auch mit dem mobilen Arbeiten natürlich auch viel mehr möglich. Ja. Also und dadurch natürlich auch eine gewisse Freiheit, dass man jederzeit reisen kann oder beziehungsweise, dass man jederzeit mit einer Wohnung quasi wohin fahren kann, wo man möchte, aber trotzdem auch arbeiten kann. Richtig. In Amerika schon lange ganz normal. Also wer schon mal drüben war in Kalifornien, so zum Beispiel Silicon Valley, schaut euch das mal wirklich an im Netz, rund um Google und so weiter.
Da leben wirklich, ich glaube, ein Viertel der Mitarbeiter in ihren Wohnmobilen, fahren am Wochenende nach Hause, ganze Parkstraßen voll, richtige große Camp-Areas. Ja. Und keiner von denen möchte das Leben mehr missen. Dieser Minimalismus und dieses jeden Tag wechselnde Bilder vor der Tür, nicht immer den eigenen Schnittlauch im Garten anschauen, sondern den fremden Schnittlauch. Ja, klar. Es ist wirklich toll, es ist ein Stück Freiheit, das man da bekommt. Und wenn man dann die Kosten mal hochrechnet, ist das auch je nach Lebensstil natürlich meistens auch eine wesentlich günstigere Sache, als in München in der Wohnung zu hocken. Aber es muss natürlich passen. Das es muss zu einem passen und man muss natürlich auch das passende Fahrzeug natürlich auch finden. Richtig. Und natürlich das auch von der Arbeit her passt. Kann ja nicht jeder mobil arbeiten. Nee, geht auch wiederum nicht, weil dann hätte man ein Parkplatzproblem. Oder ein Stellplatzproblem, das wir ohnehin vielleicht so ein bisschen haben, aber daran, glaube ich, arbeiten ganz viele. Ein schöner Rundblick bei Köhler, den nächsten gibt es bestimmt. Und dann, wie gesagt, wir haben es ja schon angedeutet, ein paar ganz tolle, interessante Geschichten. Bleibt dran. Sehr gerne. Euch viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns rechtzeitig, bevor es wieder losgeht. Viel Spaß, bleibt gesund, macht es gut. Lasst uns ein Like da und guckt mal bitte bei Köhler nach. Und auch die YouTube-Videos sind sehr interessant, um ins Detail zu gehen. Das ist richtig. Bis dann. Danke dir, liebe Niki. Ciao, ciao. Immer eine Freude, bei euch zu sein. Baba. Baba, sagt man mir in Österreich. Jetzt ist Schluss, Tobi. Jetzt fängt es schon wieder an hier. Tschüss.